Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Kaizo. Bevor wir weitermachen, zeige ich euch mal, wie mein Team aussieht. Wir haben noch Scarlet dazu gekriegt, die ein sehr starkes Pokémon ist, weil ich brauche ja eh ein Flug-Pokémon, um mit Fliegen dann schneller an die Orte zu kommen. Und ein Xatu habe ich noch nie trainiert und das war natürlich für mich ein Grund, es zu fangen. Jedenfalls hat es auch noch Early Bird als Fähigkeit, was sehr praktisch ist, da wenn ich hypnotisiert werde, schnell wieder aufwache. Er ist halt wie immer da. Und Dani ist halt auch auf Level 13, hat noch dazu noch Headbutt erlernt. Und ich habe offscreen diesen Typen da mal weggeklatscht. Und mein Ziel ist es jetzt, in die nächste Stadt zu kommen, denn lustigerweise ist es wirklich so, dass hier im hohen Gras die Fangrate extrem klein ist, aber wenn wir dann im Wald sind, werdet ihr sehen, ist die Fangrate sehr hoch, was sehr komisch ist. Den hier habe ich auch noch offscreen gemacht. Viel weiter wollte ich aber nicht spielen. Seht ihr schon? Genau. Hier gibt es halt nur Gras-Pokémon. Ich wollte halt noch schauen, ob ich hier irgendwo einen Scaraborn fangen kann, weil das wollte ich mir unbedingt auch noch holen, aber ich wollte halt nicht weiterspielen, weil das wäre ja alles offscreen gewesen. Den zum Beispiel habe ich noch nicht gemacht. If you take bug Pokémon to school, you get to be instantly popular. Ich weiß nicht. Wenn nicht, ob Würmer dich so groß populär machen. Weiß ich natürlich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Was hat er denn Schönes? Paras. Ist aber nicht shiny, oder? Nee. Bop, bop. Mal gucken. War nicht Psybeam super effektiv? Nein, das war normal. Egal. Ist ein Critical Hit. Das ist egal. Ist Crit. Da muss reichen. Hui. Sehr schön. Surskit. Das war dieses komische Wasser. Der Wasserläufer. Brr, brr. Genau, das war so ein Peck. Au! Genau, ey, wie hieß denn das? Ich weiß nur, dass die Weiterentwicklung Maskerregen heißt auf Deutsch, aber wie das vordere. Geweiher, genau, Geweiher war es, ja. Ninkada, das kann dann die Dani machen noch zum Schluss. Ich bin hier wieder nur von Weibern umgeben. Das Natu ja auch wieder ein weibliches. Und ich habe halt. Ich kenne halt keine Frauen, weil ich bin halt ja auch ein Computerspielspieler. Die gehen ja auch nicht nach draußen. Ich kann ja auch keine Frauen kennen. Die einzige Frau, die ich kenne, ist Dani. Das sind wir. Ja, er hat Kontakt mit einem weiblichen Wesen. So ist das. Und meine Mutter heißt auch Daniela. Von dem her, ja, ist das halt so. Die Namen sind schon vergeben. Hat sich ein bisschen ausgedünnt. Not one to be found. Hello, have you seen a Pokémon called Shroomish around here? I really love that Pokemon. But I was going to ambush you, but you had to do well in Thidbook Woods forever, didn't you? I got sick of waiting, so here I am. You, Demon Searcher. Hand over those papers. But I! You're a Pokemon trainer, aren't you? You've got to help me, please. What do you think you're doing? What? You're going to protect him? No one faces Team Mark Muggets any mercy, not even a kid. Come on, battle me. Ich weiß gar nicht, was der für Pokémon hat. Wow, hat der viele Pokémon. Kuckuck. Ich kann ihn ja mit Psybeam angreifen. Nee, doch nicht. Keine gute Idee. Nein! Ja, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Keine gute Idee. Dani. Wollte deine Sammlung. Du, 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 du. Winkt nun nichts, da er nicht physisch angreift. Bleib. Bleib, bleib, bleib. Aua. Ember! Wum, wum. Au, 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 au. Ja, das hätte man sich auch sparen können, den Hit bei Scarlet, aber hey, wer dumm ist, wird bestraft. So, was haben wir als nächstes? Koffing! Ja, jetzt wäre ich, da bin ich natürlich im Vorteil. Nicht zu verwechseln mit Koffings,
Guck, guck. Weil Coffings ist ja der An. Ist mein Kollege. So, Psybeam. Au, 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 au. So, und der gibt wieder viel Erfahrungspunkte. He did. What? Level 14. Pfirsich. So, was hat der denn schönes? Duskull. Das ist ein Geister-Pokémon, oder? Ja. Ja, das ist ja perfekt. Don't do that! Das macht man nicht. Ich weiß, dass du... Also hier im ja, spulen wir schnell. So. Will... Oh. Oh nein! Scheiße. I'm burning! Bleeding! Wow. Oh, 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 Shadow Sneak. Die Attacke kenne ich gar nicht. Ist die neu? Shadow Sneak? Use Bargon. Oh, Bargon, Bargon, Bargon. Das ist ein... Das ist ja ein Drachen-Pokémon. Ich weiß gar nicht, gegen was ich gegen den einsetzen soll. Bargon. Oh, das ist jetzt eine gute... Aber Drachen-Pokémon greifen doch meist physisch an, so wie ich das noch im Kopf habe. Wir machen mal... Bin ich dumm? Bin ich eigentlich blöd? Was mache ich denn da schon wieder? Oh Mann. Gut. Bite, Schnapp. Genau, hat nicht so starke Verteidigung. Flinch. Sehr schön. Nochmal Schnapp. Aua. Bargon tot. Sehr schön. Hundur. Ja, da bin ich dann wieder gut aufgestellt mit deinem Wasser-Pokémon. Hundur. Coffings! Da sind wir natürlich wieder gut aufgestellt. Hunduster ist das, glaube ich, oder? Nein, Hunduster war, glaube ich, das große. Der Hunde? Ich weiß es nicht. Ich kenne halt nur noch die englischen Begriffe. Och nee, don't do that. Ich hasse es, wenn er das macht. Aber ich muss ja dann eh nochmal zurück. Huah! Bling, bling, bling. Au, 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 au. Und he did. Brrr. Hier wär's schön, Erfahrungspunkte. Huah! Sehr schön, wir haben Team Magma Grund besiegt. You're kidding me, you're tough. Muss sagen, der Hack lässt keine Fragen offen. You got some nerve messing with Team Magma. Come and battle me again. I wish I could say that, but I'm out of Pokemon. Your enemy Team Magma also after something. Drusboro. I'll let you go today. Okay. Yo. Papers. I give you the Great Ball. Obtained the Great Ball. Das ist aber nett von dir. It's a Great Ball of Fire. Ja, ja, ja. It's a crisis. Can't be wasting time. So, wir müssen zurück ins Pokémon Center. Wir müssen erstmal alle Chefs wieder aufheilen. Und hier spawnen wirklich, also hier muss man echt, ich habe hier mal mit Speed gemacht, um Scarlet fangen zu können. Ich kann euch sagen, das ist also echt komisch, wie was für eine kleine Fangrate da hat. Entweder ist das bewusst so gemacht vom Hackentwickler oder es ist etwas schief gegangen. Ich sag's immer, es ist was schief gegangen, aber es kommt einem irgendwie immer so vor, weil normalerweise, wenn man dann so den Vergleich hat zu den Grasbüschen im Blütenburger Wald, dann ist man sich wirklich nicht ganz sicher, ob da vielleicht etwas bei der ROM ein bisschen in die Hose gegangen ist, dass da so eine geringe Fangrate ist. Aber ist ja egal, wir haben alles, was wir haben wollen. Wir haben ihn hier besiegt. Kaskop. Jo, ich tue das schnell spulen. So. Ich wollte hier wirklich noch schauen, ob man da sich eins. Der mit mir talken? Ich weiß es gar nicht. Bist du eigentlich? Yo there, your Pokémon doing okay? If your Pokémon are weak and you avoid battles, you should stay out of the tall. Nein, was du nicht sagst. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hier kommen wir eh noch nicht durch ohne Zerschneider.
Ich würde jetzt gerne mal hier noch durchgehen. Dann immer schön die Beeren mitnehmen. Weil ihr wisst ja, Beeren sind in diesem Hack sehr wichtig, da sie uns die einzige Möglichkeit geben. Ich will mal schnell ein bisschen HP aufzunehmen. I like flying my mouth with the seeds and spill out fast. Can I please try it out? TM9. Das ist bewusst so, dass du im Weg stehst. Da hinten ist diese auch noch. Found Potion. Würde mich nur mal interessieren, ob hier noch was spawnt oder ob einfach generell hier im Gras das 1000 Jahre dauert, bis irgendwas kommt. Also ich werde hier jetzt auch nicht zu lange. Ne, hier kommt nichts. Spannend. Egal. Dann hier ist ja so ein Typ. Oh, sure, I'll accept your challenge. I have a lot of money. Okay. So ein Schnösel ist das, glaube ich, oder? Yo, Vincent. Was hat Vincent denn am Start? Ein Snowball. Haben wir nicht beide Intimidate? Glaube, oder? Ich hab's und sein Pokémon hat's auch. Ja, wir nehmen uns also beide nicht viel. Ja, dann bleiben wir doch mal bei Biss. Schnapp. Aua. Vielleicht flincht es ja. Och nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, das geht ja noch. Aua. Two hits, das geht noch. Ach, eine Oranjebeere, oder? Ja. Schnapp. Ich mag kein Metronom. Da geht ja noch. Schnapp. Wenn man Pech hat, kommt dann so Sachen wie Surfer raus oder so. Und dann ist Metronom eine echt böse Attacke. Growli, das haben wir ja auch. Da wechseln wir. Koffings. Wir greifen ja eh nicht physisch an, von dem her. Was mich aber ein bisschen aufregt, das Wesen von Koffings ist so gelegt, dass sich bei den Levelaufstiegen meine Spezialverteidigung senkt, weil er vom Wesen her diesen Nachteil mit sich bringt. Das regt mich ein bisschen auf, weil ich werde ja dann eh meistens spezial angegriffen, vor allem dann von Donnerattacken. Und das ist einfach so, boah, muss das sein? So eine verkleinerte... Entschuldigung, meine Nase läuft wieder. So, Spezialverteidigung, die sich immer senkt und nicht wirklich mitlevelt, das regt mich ein bisschen hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aua. Noch Blubber, Blubber. Aua. Aua, nicht hauen. He dead. Ich hatte irgendwie in letzten drei Parts, die ich vorher aufgenommen habe, Elektrikit. Oh, das ist blöd. Das ist nicht gut. Weil wenn ich ihn physisch angreife, bin ich sowieso paralysiert. Okay, das heißt, ich darf ihn einfach nicht physisch angreifen. Das kann ich, ja. Das ist ja der Vorteil. Ember greift ihn ja nicht physisch an. Okay. Er macht eh Thunder Wave, dann hat sich das eh erledigt. Haben wohl einfach alle eine orange Beere, ne? Aua. Ember. Wum. Aua. 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 Weiß nicht. Habe ich irgendwas, um Paralyse zu curen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt gleich mal sehen. Potion. Bullet Seed will ich nicht. Heals Paralyzes. Use. Danke. Und da ich ja Tränke sowieso normal benutzen kann, so. Okay, dann können wir uns schnell mit dir anlegen. Should I or shouldn't I? Okay, sure, I will bet. Was ist das für eine Frage? Kämpfe einfach mit mir. Ich hoffe jetzt, ich schaffe es noch in die Stadt nach oben. Skiddy! Skiddy ist weiblich, Dani ist weiblich, perfekt. Es kann also schon mal keine Anziehung. Wir können uns ja nicht ineinander verlieben. Schnapp.
Schnapp. Idee. Das heißt, wir können uns... Das ist eben das Praktische, wenn beide des gleichen Geschlechtes sind. Pokémon ist da noch nicht so weit. Ich kann leider das Wasser-Pokémon nicht benutzen. Ich soll das halt Scarlet mal machen. Komm on. Irgendwie bin ich ein bisschen gespannt, wie Xatu so drauf ist. Ich habe noch nie ein Xatu trainiert. Psybeam! Spulen wir schnell. Danke. So. Immer dieses Protect. Protect myself. Komm noch mit einem. Jawolla, das ist doch. So will ich das sehen. Scarlet, komm zurück und. Coffings, der einzige Kerl. den ich habe. Ich denke mir so, wenn ich so Aquaknarre sehe, muss ich mir mal vorstellen, dass die jemanden so. Dass sie jemanden so anspucken. Sieht auch so ein bisschen so aus. Von den Tropfen. So, komm. Oh, come on. Au. Come on. Du musst treffen. Ach, natürlich. Tja. Wenn man dumm ist, dann passiert das halt. So. Auch er das hat. Ich spule das mal schnell. Aua. Und du tot. Ja, hätte der Coffings auch machen können, will er halt nicht, daneben nicht. I shouldn't have battled. Zwar, wenn wir die... Ja, hier ist der Doppelkampf. Ich möchte trotzdem gerne nochmal auf Heilen gehen. Muss ich halt nochmal alles zurück. Lässt sich halt nicht verhindern. Aber ja, so ist das halt. Das ist Kaizo, meine Freunde. Brauche alle bei Top-Gesundheit, sonst wird das nichts hier. Sonst wird das nichts. Sollen wir den da nochmal antalken, dass sich der Emulator aufhängt? Aber besser gesagt, der Emulator hängt sich gar nicht auf, nämlich die ROM hängt sich auf. Das ist auch ganz spannend. Na, die Uhr tickt. Tick, tick, tick. Nicht gut. Wird knapp, weil ich wollte eigentlich gerne noch in die nächste Stadt kommen und dann oben auch noch weitergehen, um mal zu schauen, ob ich noch ein Pokémon finden kann. Weil wie gesagt, ein Pokémon habe ich ja noch im Kopf. Das wäre halt das Garaborn, aber ich glaube nicht, dass ich das hier fangen kann. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu overpowered. Was weiß ich, ob man das overpowered nennen kann. So, euch beiden müssen wir uns ja noch... We are twins! So bell! Okay, ja, genau. Die sind Zwilling, aber gehört. Okay, die haben wirklich nur zwei Pokémon. Spannende Kombination. Ein Smurgle und ein Smurgle. Dann spulen wir schnell. Okay, wir konzentrieren uns mal auf ein Smurgle. Oh, Kacke. Auf Focus Punch. Schnapp. Aua. Water Gun. Aua. Light Screen. Nicht gut. Focus Punch. Wow. Aua. Okay, macht nicht so viel Schaden. Wir gehen weiterhin auf ihn. Ja, solange der eine Focus Punch macht, ist das schön für ihn. Follow me. Okay. Ja, wir wollen ja eh nur dich angreifen. Jemand anderen greifen wir ja auch gar nicht an. Water Gun, zack, zack, zack. Macht halt wenig Schaden wegen dem... Lost its focus and couldn't move. Weiß nicht, überlegen. Du bist normal, das heißt, du machst normal Schaden. Du musst halt auch auf das gehen. Headbutt. Aua. Genau, weil nur die Spezialverteidigung ist ja oben. Tetadance. Oh, Kacke. Na, beide sind verwirrt. Oh, blöd.
Na, irgendeiner muss ja von euch beiden treffen. So. Aua. Aua. Oh, come on! Ja, genau wegen dem. Och, sowas macht mich aggressiv. Okay, er macht wieder Focus Punch. Okay, Headbutt. What a boom. Ist confused. Aua. Es hat zwar geklingelt, aber ich würde trotzdem gerne noch in die nächste Stadt kommen. Dieser blöde Dance. Das ist dann was Dummes, dass gerade beide verwirrt sind. Oh. Der sieht hart aus. Machen wir den noch? Ich glaube schon. Oh. Nee, oder? Ist das Red? Das Pokémon-Trainer Red? Das haben wir mal geil gemacht. Nee, oder? Kämpfen wir gegen Red? Eieieiei. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Oh, Kacke. Schnapp. Komm, Flinch. Ach, Kacke. Aua. Komm, triff. Schnapp, aua. Eevee Dot, sehr schön. Kämpfen wir doch tatsächlich gegen Motherfucking Red. Müssen wir wechseln. Kann Danny da nicht drin lassen mit dieser. Der trifft da gar nichts mehr. Oder sie, besser gesagt. Pokémon drin. Ich komme echt nicht drauf klar. Peck, zack. Au, 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 au. Sicher Schlafpuder oder sowas. Okay. Doch nicht. Zack! Aua! Kämpfen wir gegen meine fucking Red. Oh Mann, ey. Dieser Hack hat's echt in sich. Charmander. Sehr schön. Da haben wir ja einen, der sich damit auskennt. Koffings! Was hat er denn noch? Dieser Samen haben wir. Ein Shiggy müsste er doch dann noch haben, oder? Quick Attack, ja, das ist schön für dich. Au, 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 au. Wissens hat er keine. Au, 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 au. Wissens hat er keine Beeren, so wie es. Hat er nicht noch. Da muss ja irgendwo noch ein Pikachu sein. Das ist dann das größte Problem, sein blödes Pikachu. Jawohl, da ist es ja schon. So, das heißt, mit Danny möglichst viel Schaden machen und dann versuchen, mit Scarlet es zu killen. Was dann noch fehlt, ist sein Shiggy, glaube ich. So, jetzt müssen wir halt einfach auf physisch gehen. Kacke, ja, verwirrt wurde ich schon sagen. Paralysiert sind wir ja sowieso. Huppo! Natürlich sein blödes. Doch, jawohl. Aua. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass Scarlet schneller ist. Scarlet, walte deines Amtes als kleiner Vogel und Psybeam. Jawolla! Aua. Oh, motherfucking Red. Ich komme immer noch nicht drauf, klar. Ganz ehrlich, das ist unglaublich, was der Typ sich da wieder einfallen hat lassen. Und Squirtle, genau. Squirtle kann nicht drin bleiben. Aber eh nicht, um den richtig hart. Ach, hör auf mit diesem Fake-Out-Scheiß. Aua. Nicht gut. Aber wenigstens bin ich schneller als er. Aua. Jawohl, wir haben Motherfucking Red besiegt.
Geht er jetzt weinen oder sagt er noch was zu uns? Nein. Token kann der eh nicht. Das fand ich jetzt mal echt geil gemacht. Nein, da wollte ich nicht rein. Danke. Das war jetzt mal echt geil gemacht. Gegen Red zu kämpfen. Unglaublich. So, dann wollen wir uns hier mal... Ding... So, ich werde jetzt hier erstmal speichern. Ich werde mich oben mal offscreen noch ein bisschen umschauen. Werde versuchen, möglichst wenige Trainerkämpfer zu machen. Das wäre noch, dass ihr die auch noch sehen könnt. Vielleicht werde ich auch noch ein neues Pokémon fangen und das auch gleich trainen. Weil ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Smaragd Kaizen. Bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.